Das ist doch mal schön. Da erreicht man den geplanten Fluchtanfangspunkt und schon kriegt man Bescheid, dass eigentlich einige Feinde auf dem Weg zu uns sind und wir schnell fliehen müssen. Ha, alles klar. Naja, mal gucken, wie ich das meister. Ich hoffe, das kriege ich doch gut hin. Es könnte natürlich auch sein, dass ich verdammt sehr gut versagen werde und es doch nicht schaffe, wie zum Beispiel mein erster Versuch, als ich dieses Spiel durchgespielt habe. Da war ich auch nicht besonders der flinke, schnelle, irgendwie habe ich es dann total versaut. Gut, ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Oh, hier gibt's Krebse. Oh, hier gibt's Krebse. Das ist ja genial. So. Nee, sind auch keine Krebse. Aber Hauptsache was zum Essen. So. Wir können sie leider nur so angreifen, dadurch, dass wir die Gabel haben, verspeisen wir sie eigentlich auch gleich. Und wo geht's denn hier lang? Ist hier ein Fluchtweg oder was ist hier? Das ist doch ein Versteck. Aber die Hunde können uns trotzdem sehen. Es ist also nicht so vorteilhaft, sich wirklich immer da zu verstecken. Aber dennoch versuche ich es einfach. Und hoffe, dass ich doch lebendig irgendwie rauskomme. Und am besten nicht im Wasser bleiben. Ich meine, das hört man, wenn man irgendwo langläuft. Im Wasser ist es lauter als alles andere. So, dann mal hier hoch. Ein weiteres Versteck. Nein, wir können hier durch. Mal ein bisschen umschauen, dass auch wirklich kein Dober, blöder. Nein, geh weg. Ja, ich weiß, du bist da. Mensch, ich hoffe, die Hunde sind eigentlich am schlimmsten, finde ich, im Spiel, dadurch, weil sie flink sind und man sie nicht so gut treffen kann. Und die sind genau in diesem Abschnitt ziemlich weit verbreitet. Also sie sind ziemlich oft da, aber ich weiß gar nicht, wie weit das überhaupt hier geht. Ich kann ja mal. Vielleicht habe ich eine Karte. Ja, ich habe sogar eine Karte. Ja, aber es ist doch schon ein ganz schönes Stück, was ich hier durch muss. Was? Wo war ein Hund? Ah, da ist ein Hund. Mist. Ha. Und nochmal. So, erledigt. Wie gesagt, die sind ziemlich weit verbreitet hier und können mir sehr, sehr schaden. Oh, hier ist, kann man schwimmen. Das könnte ein Vorteil für mich sein. Und hier ist noch eine Ration. Wow! Was ist das da? Oh, zum Heilen. Nudeln, Nudeln. Was hat Iva gesagt? Das Essen der Zukunft? Mal gucken, was es hier gibt. Naja, da gibt es jetzt nichts Besonderes. Da kann ich noch lang. Oh, schöner Sprung. Da vorne steht auch noch ein Hund. Aber ich versuche mal das zu umgehen mit den Hunden. Die gehen ja, wie gesagt, ziemlich. Die sind ziemlich laut und das kann ich echt nicht gebrauchen hier. Vorne kann man durch und hier vorne. Hier kann man durch. Ich versuche mal die Waffe nicht so zu nutzen. Toll. Und da muss ich noch nicht mal lang. Ich muss eigentlich gar nicht da lang. Da kann man aber durch. Hier kann man wirklich durch. Und habe wieder Munition gekriegt. Aber da vorne steht wieder ein Hund. Tja, meine kleinen Biester.
Ich muss euch leider enttäuschen, ihr kriegt mich heute nicht. Und das ist auch gut so. Aber einer hat mich schon fast erwischt. Also, der hat mich schon ein bisschen erschrocken, dass da überhaupt einer ist. Aber gut. Das passiert. Da steht noch einer. Wenn ich schieße, dann ist das auch nicht so gut für mich. Ah! Den habe ich erwischt. So, den habe ich auch erwischt. Sind jetzt K.O., ja. Aber ich habe keine Lust, dass die mir nochmal hinterherlaufen. So, und der ist jetzt auch nicht mehr da. Kann ich ihn treffen? Nein, leider nicht. Mann, halt den Mund. Oh, ich bin auch gerade ein bisschen leise. Es tut mir leid, dass ich nicht viel rede. Oh, da geht's auch schon Ausgang. Oh, und ich renne los. Ich renne. Ich dachte, es wäre doch noch ein bisschen weiter. Und hier ist noch eine Tür. Nehme ich die noch mit? Nein, nehme ich nicht. Ich renne einfach raus. Freiheit! Ich liebe diese Freiheit! I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Don't die on me yet.